So, hier sind wir wieder bei Minecraft. Ja, natürlich mit dabei der Lars da unten, Jo, hallo, hier, ich hier, unten, der hallo. gerade einen Baum getötet hat, wie er gesagt Ja. hat. Und ja, jetzt wollen wir ein bisschen mehr Struktur hier reinbringen, weil Letzte vor Folge allem war irgendwie nicht so. vor allem bei mir, das tägliche Sterben, das ja, Sterben jede Folge ist inzwischen katastrophal und ich muss jetzt viel mehr konzentrieren und ja, damit fangen wir mal am besten an hier. So, was wolltest du nochmal machen? Ich Weizen, baue ne? hier Weizen an, während du deine Sachen fertig machst und dann werden wir erstmal nochmal auf Entdeckungstour in der Höhle gehen, weil wir einfach wieder Das war der Plan, ein richtig. bisschen was brauchen. Ich gehe nochmal zu dieser Kiste da. Ich bräuchte ein bisschen mehr Weizen. Ich habe nicht so besonders viel hier. Und ich bräuchte jetzt noch einen Zaun. Wie geht denn ein Zaun? Dafür brauchst du Stöcker und ja, die Form soll halt in Form eines Zaunes da in der Werkbank. Ich weiß nicht mehr die genaue Reihenfolge oder Kombination, aber sollte eigentlich logisch sein. Ich baue mir jetzt hier eine Werkbank hin. Ich habe keinen Bock, da extra hinzulaufen. Dum, 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 wum. Ja. Und dann kommt die hier hin. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, wie ein Zaun aussieht. Erstmal brauche ich Stöcker. Und dann brauche ich, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr Holz. Mit dem bisschen, was ich hier habe, kann ich nichts anfangen. Aber du bist ja eh noch am Ja, ich muss Laufen, mich hier oder? wieder ein bisschen. Ich bin gerade wieder zurück, aber ich brauche noch ein bisschen. Ich Ein muss bisschen mich erst equippen, quasi. richtig und dann konzentrieren, weil das geht so nicht weiter. Das Nee, du stirbst schon ein bisschen Failen. oft. Ich meine, ich bin ja auch am Anfang da irgendwie einmal in die Lava gerannt und so. Das war schon sehr ärgerlich, weil ich da viel hatte, aber seitdem, glaube ich, halte ich mich ganz gut. Das soll jetzt kein Trollen gegen dich sein, das ist einfach nur eine Nö, das Feststellung. ist Fakten. Fakten, dass ich schlecht bin. Kurz das Eisen da reinpacken. Man weiß ja nie. Wolle brauche ich auch nicht. So, ich glaube, jetzt habe ich genug Holz. Ja. Eins, eins, zwei, drei, vier Plätze. So, vielleicht so. So würde ich mir jetzt einen Zaun vorstellen. Pa, sogar richtig. Glückwunsch. Danke, 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 danke. Wie viel brauche ich denn? Und wie macht man ein Tor für das Ding? Oh Mann, wie ging das nochmal? Ich hatte mal so ein klappbares Tor, also was heißt klappbar? Man klickt drauf und das öffnet sich, aber ich habe gerade die Kombination vergessen. Ich versuch mal was, einfach so ganz spontan. Ich bin so gut. Genau andersrum vom Zaun. Okay. Brauche ich denn? Machen wir hier den Zaun. Glaube, das könnte sogar zu wenig sein, was ich an Zaun habe. Ja, Zaun ist immer sehr nervig, weil man dafür echt viele Stücker braucht. Ja, das ist definitiv zu wenig. Mein Gott, wie viel. Könnte sogar knapp werden, dass ich hier genug hinkriege. Machen wir nochmal 21. Hoffentlich reicht das. Ich habe keinen Bock, gleich nochmal da dran zu gehen. So, das hole ich von der, das Bratchen am besten noch. Das Das direkt auch. Eichenholztor kommt, würde ich sagen, dahin. Beides auch scheiße. Schön machst du das. Ja, danke. Weil eigentlich wollte ich das so größer haben.
Ach, ich lass das jetzt erstmal so. So, Fleisch ist da fertig. Dann nochmal das hier. Ja. Kann man über die Dinger drüber laufen, und ohne dass es kaputt geht? Ich überlege gerade. Ich glaube, war da nicht irgendwas? So oft drüber laufen? Ich weiß gar nicht mehr. Kann aber bestimmt irgendjemand in den Kommentaren schreiben. Ja, nur bis der das in die Kommentare geschrieben hat. Aber trotzdem einfach mal reinschreiben. Wahrscheinlich wissen wir es bis dahin immer noch nicht. Okay, also meine Bäume wachsen irgendwie nur manche. Manche wachsen gar nicht und manche wachsen. Woran liegt das? Das ist immer unterschiedlich schnell. Ich glaube, der hier kann gar nicht mehr wachsen, weil kein Platz mehr ist. Ja, genau, das kann auch sein. Oder wenn zu wenig Licht eventuell. Oder wenn es nach oben keinen Platz gibt. In der Wohnung zum Beispiel. Ich weiß, in der Wohnung? Ich weiß ja nicht, wo deine Bäume pflanzt. Hast du die nicht gesehen hier unten am Wasser? Ne, ich bin gerade beschäftigt. Ach so. Dum, 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 da, da, dum. Was wollte ich denn noch machen? Fackeln, ne? Habe ich noch genug, glaube ich. Den Eichenholz-Sound packe ich mal rein. Den brauche ich gerade nicht. Ein Seerosenblatt braucht man niemals. So, also ich denke, ich wäre bereit für die Expedition. Ja, ich glaube ich auch. Ich muss nur mal gerade gucken, ob... Habe ich noch Eisen dabei? Ja. Und dann nehme ich... Habe ich ein Crafting Table? Nein, habe ich nicht. Da baue ich mir noch schnell ein fürs Mitnehmen, für neues Werkzeug, falls wir welches brauchen. Jo, habe ich auch. Da sollte ich das Eisen doch lieber mitnehmen. So, dann nochmal hier. Türen abschließen. Jetzt sollte zumindest keine Spinne mehr hier reinkommen, hoffe ich zumindest. Das glaubst auch nur du. Die Eichensetzlinge brauche ich jetzt auch nicht, mein Gott. Erstmal Platz hier im Inventar schaffen, damit ich hier nicht allen möglichen Schrott mitnehme, damit ich genug Platz habe. Weiße Wolle brauche ich jetzt. Dann komme ich mal zu dir. Jo. Kannst du schon mal tun. Schwarzpulver brauche ich auch nicht. Kompass, Bruchstein, Eisen. Hast du genug Essen dabei? 10 Stück. Ich habe nur 6. Das ist, klingt ein bisschen wenig, oder? Hast du noch rohes Fleisch? Nee, ich habe gar nichts mehr an Fleisch. Das habe ich dir alles gegeben. Ja, hier ist gerade ein Hühnchen. Das hat... Das verzögert sich schon wieder gerade alles hier. Aber ohne Essen ist nichts los. Ja, ich sammle hier gerade ein bisschen rohes Fleisch. Moment. Ich möchte aber keinen Oktopus essen. Ach komm, die sind lecker. Nee, mag ich nicht so. Nicht so gerne. Hast du einen Ofen bei dir? Ja. Kohle liegt auch genug drin. Gut. Verarbeite ich eben schnell. Ich habe einen Apfel gefunden. Und hier ist noch ein Schwein. Ich bräuchte noch einen zweiten Ofen, glaube ich. Das sind jetzt nur 4-mal rohes Hühnchen, aber naja, immerhin etwas. Wir hätten wir insgesamt 20 Stück. Das sollte für die Höhle da schon reichen, denke ich. Ja, ich denke auch. Bin gleich bei dir, beziehungsweise bei mir. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Ich habe so einen unmenschlichen Verbrauch an Spitzhacken. Und die Schaufeln mache ich auch neu. Hast du ein Hühnchen schon rausgenommen? Ja. Gut, dann kannst du das andere auch nochmal nehmen, dann ist dann 2-2. Ich habe hier noch 5 rohes Schweinefleisch, ich überlege gerade, ob ich die auch nochmal eben jetzt hier... Ja, mach. Und ich baue mir direkt einen neuen Ofen, das nervt mich nämlich gerade hier. Ja,
Habe ich nicht Nikolas schon mal einen Ofen gebaut? Hat den Erfolg, heißt er Angelegenheit erzielt. Da müsste doch noch Kohle sein. Ja, hier ist noch unmenschlich viel Kohle. So. Die Kohle nehme ich mit für Fackeln. Und ansonsten würde ich sagen, kann ich, glaube ich. Ja, das Essen eventuell noch mitnehmen, ne? Ja. Also haben wir jetzt alles. Ich überlege gerade, wie ging denn noch goldener Apfel? Hast du das irgendwie mal nachgelesen, nachdem was in den Kommentaren stand? Nee, leider nicht. Schade. Aber okay, lass uns los. Jetzt ist es schön dunkel, wird extra spannend. Wir brauchen unbedingt ein Gästebett für dich hier. Wo war denn der Eingang? Irgendwo da links, ne? Ja, müsste auch eine Fackel nebenstehen. Ich glaube, das war nicht nur eine. Ich habe da nur eine hingesetzt beim Eingang, glaube ich zumindestens. Naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fast. Gut, dann springen wir mal runter, ne? Also hier habe ich schon ein bisschen was gemacht, aber über mir ist hier auch noch... Ich habe leider keine sinnlose Erde, die ich verschwenden kann, um runterzukommen. Ja, hier ist noch Kohle über mir. Ja, abbauen. Ich würde sagen, wir buddeln uns runter. Jo, gute Idee. Ich höre was ganz Böses. Nein! Boah, Alter, das fängt schon wieder gut an hier. Schon wieder runtergeknallt? Ja, aber ich lebe noch. Noch. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt erstmal zu dir kommen irgendwie. Sieht aber schon nett aus hier mit Rohstoffen. Ja, und ich habe gerade versucht, mit dem Ding, womit man den Boden bearbeitet, zum wie heißt es denn? Zum Ackern, quasi, habe ich versucht, mich hier durch Stein durchzubelzen. Das könnte dauern. Ja, das habe ich dann irgendwann zum Glück auch gemerkt. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie tief ich muss, um zu dir zu gelangen. Ja, noch ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, aber... Fliegt bei dir gerade ein Flugzeug oder so vorbei? Ja, ich weiß auch nicht, was das mitten in der Nacht soll, aber... Ich überlege gerade, was rauscht hier so komisch? Oder ein Hubschrauber, vielleicht ist wieder irgendjemand aus der Irrenanstalt ausgebuchst. Oh, ich habe Lava gefunden. Ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, du gehst hier gerade ein bisschen einen anderen Weg. Du bist hinter einer Wand bei mir. Ja, ich buddel mich ja auch durch. Komm noch. Ich komme gerade, glaube ich, näher. Meine Spitzhacke ist gleich schon wieder putt. Ah, ich habe dich gefunden. Hallöchen. Geht aber ganz schön tief runter hier. Ja, bitte pass auf, dass du nicht wieder runterfällst. Ich gebe mir Mühe. Und ein Zombie. Na. So. Ich habe eine komische Treppe gebaut irgendwie. Ich hoffe, das finden wir wieder den Weg, wenn wir hier raus wollen. Ich habe so meine Zweifel darin. Jetzt gibt es zumindest nur einen Weg raus. Noch. Bis jetzt. Ja, hier geht es auch nicht weiter. Toll. Hat sich voll gelohnt, hier runterzukommen. Also ich sehe hier erstmal noch viele Rohstoffe. Ja, Body ab, hier unten gibt's nichts. Echt nicht? Kein Durchgang. Vielleicht bist du einfach nur blind? Nein. Scheinbar. Bist du nicht blind? Warte, ich baue mal die Kohle ab und schmeiß, dann kommt sie zu dir runter sozusagen. Da. Was ist sie? Weiß ich nicht. Ich gehe davon aus. Kommt noch was runter. Ne, da liegt, glaube ich, die liegt auf einem so ein Ding, aber da komme ich nicht dran, das kaputt zu machen. Ne, ich glaube, die liegt links weiter unten. Sehe ich zumindest von hier oben. Ich sehe auch was, aber. Ah, jetzt liegt die hier gefangen. Oder steckt fest.
Toll. Na, ich hole die jetzt aber. Kann ich wieder hoch? Ja. Du darfst. Ich darf. Du darfst. Wie war, ach ja, genau, das war ja was zu essen. Jetzt habe ich Hunger. Da liegt aber noch mehr an deiner Stelle, wo du hier warst. Markus ist mal wieder blind. Wie ihr sehen könnt, hier oben an der Decke ist noch, sind noch mindestens 7 Kohledinger. Erstmal hier ein bisschen für Sicherheit sorgen, dass ich hier nicht wieder runterfalle. Die Frage ist jetzt nur, wohin gehen wir? Ich weiß, wo lang wir gehen oder es versuchen könnten. Bei der Lava vorbei? Ja. Also, wo habe ich denn meinen Wassereimer? Ich meine, das Problem wird sein, dass der Wassereimer reicht genau für 3. Supi. Geil. Ich höre hier auch irgendwo was. Jo, da oben. Steigst wohl in eine Party. Das Ding ist, ich will jetzt auch nicht zu viel von der Lava kaputt. Ah, warte mal. Der Wassereimer. Ich kann ihn jetzt auf jeden Fall noch einmal auffüllen. Ah. Praktisch. Man bräuchte also immer einen Wassereimer. Das war natürlich jetzt blöd. Jetzt ist es weg. Es ist komplett verdampft. Scheiße. Der Eimer oder was? Ja, das Wasser. Wir bräuchten noch ein bisschen was. Da ist noch Eisen. Aber richtig viel ist hier ja auch nicht. Nö, vor allem kein Durchgang oder so. Nö. Müssen wir uns vielleicht irgendwo mal... Ich versuche jetzt mal das hier auseinanderzunehmen, so wie es hieß mit der Diamantenhacke. Aber, boah, das dauert ewig. Guck dir das mal an, wie lange das dauert. Ich gucke. Spannend. Ja, ich weiß. Obsidian, glaube ich, war das, was da rauskommt. Die arme Diamantspitzhacke. Mach nicht die ganze Lava kaputt. Wir brauchen das Obsidian doch noch. Ja, ich will nur an das Eisen jetzt ran. Also, vielleicht brauchen wir das noch. Oder ganz sicher brauchen wir es noch. Ist nur die Frage, wann. Aber mich nervt das ein bisschen, dass die Höhle so klein war. Ich hätte irgendwie gedacht, die ist Kilometer lang. Ja, ich auch. Enttäuschung pur. Ja, man hört es dir an. Nach. Die Frage ist, was wir jetzt machen. Oder wohin wir gehen. Wir gehen erstmal hoch, würde ich sagen. Und gucken dann mal. Ich glaube, hier war noch irgendwo eine Höhle in der Nähe. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wo die war. Und es ist noch duster draußen. Egal. Da sind 2 Zombies gefangen mit dem Hühnchen. Das arme Hühnchen. Das erinnert mich an die Walking Dead Folge, die ich heute gesehen habe. Welche Staffel? 2. Aber ich sag jetzt nichts, was vorkommt, weil Spoiler und so weiter. Ja, ja. Ist die Frage, wo? Sonnenaufgang. Oh, ich sollte was essen. Gute Idee. Komm, verpfeif dich, Bimbo. Ich habe aber das Gefühl, dieses Shader-Pack, das lässt keine Effekte zu, wenn man die Leute trifft. Das weiß ich nicht. Hier ist noch ein bisschen Wasser, aber... Oh, hier ist eine Höhle, hier ist ein Eingang. Hier, Lars. Ja, ja, hier sind nur Skelette. Ich prügel mich noch. Ich warte so lange auf dich. Und dann ist da Wasser. Wo bei dir? Da? Wasser und eine Höhle. Gleichzeitig. Sehr gut, dann kann also ich nämlich... Also für dich ein Jackpot. Und du hast einen Pfeil im Kopf stecken, aber... Ist nicht schlimm. Ein bisschen Akupunktur. Kohle.
Ich guck mir, mach mir erstmal eine Übersicht hier. Jo. Eine Übersicht. Eine Übersicht, mache ich mich. Okay, also hier ist das Ende dieser Abzweigung. Mann, es klappert heute irgendwie Probleme. Ja, ich merke das, aber ist nicht so schlimm. Das hört ihr ja in der Aufnahme zum Glück nicht. Yep. Und deswegen machen wir diesen Aufwand, den wir hier jedes Mal betreiben für Minecraft. Ihr wisst das nicht, aber es ist... Eine schöne Vorbereitung, teilweise. Ja, teilweise schon. Das stimmt. Ich glaube, das war's hier aus dem Abzweigung. Schon wieder, auch schon wieder eine Riesenhöhle hier. Das wollten wir doch. Das war eine Ironie hier. Die Abzweigung hier war nämlich sehr klein. Warte mal, Kohle ist hier ganz schön viel. Ich meinte die Abzweigung, wo ich gerade drin war. Ich mauere die mal zu, damit wir uns da nicht mehr verlaufen. Ja. Ja, so viel, dass du die sogar liegen lässt. Ja, ich drehe mich gleich noch um und so weiter. Nein, die lag ganz... mich nicht ständig. Die lag ganz woanders. Das war ja auch nur aus Spaß gemeint, mein Freund. Halt die Frisse, ich geb dir aufs Maul an. So, dann geht's hier weiter. Hier gibt's auch noch einen zweiten Eingang scheinbar. Mhm. Und, okay, lass uns erstmal hier lang gehen.